Hi Leute und willkommen zurück. Wir spielen New Super Mario Bros. Wir sind fast am Ende des Spiels angelangt. Uns fehlen allerdings noch einige Sternmünzen, unter anderem hier in diesem Schloss die letzte. Wir wissen genau, wo sie ist. Wir wissen genau, was man dafür machen muss. Es handelt sich nämlich um dieses komische Level mit dieser Blockschlange, auf der wir reiten müssen quasi. Ja, und ganz am Ende fällt sie runter und ich muss bis zum letzten Millisekunde draufbleiben, bis zu der letzten Millisekunde. Und dann ist es möglich, eine Münze zu erreichen. Ja, ist ziemlich fies auf jeden Fall und es wird sicherlich einiges gefordert hier. Am liebsten hätte ich hier einen Mini-Pilz, weil damit ist man ein bisschen geschickter, solche Sprünge zu meistern. Weil man, wie gesagt, nicht so von der Schwerkraft beeinträchtigt wird. Aber ich vermute, dieses Glück werden wir nicht haben und wir müssen uns so hier durchschlagen durch das Level. Ah, lassen wir mal lieber da, ansonsten fährt uns die Blockschlange hier weg und dann werden wir aufgeschmissen. Die komme ich nämlich nicht wieder. Und das größte Problem an diesem Level ist natürlich noch, wie bei jedem Schloss, wenn wir die letzte Münze eingesammelt haben, müssen wir auch noch den Boss besiegen. In diesem Fall ist das ja dieser komische Gewitter-Lakitu gewesen. Ja, und da haben wir schon gerade gesehen, wie diese Blockschlange runterfällt. Und am Ende des Levels müssen wir da in letzter Sekunde erst abspringen, um noch eine Münze zu bekommen, weil die ist ganz unten fies versteckt. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wahrscheinlich nicht mehr. Boah. Wahrscheinlich nicht. Hier müssen wir eine kurze Pause drauf einlegen, weil hier ein Looping gefahren wird. Wunderbare Sache. Action für jedermann. Wie im Freizeitpark. So, hier weiter unseren Weg durch den Spießrutenlauf hier. Baby Bowser hat einiges hier wieder mal an Fallen installiert, um uns hier aufs Übelste zu foltern. Heppa. Ja, die Münze brauchten wir nicht mehr. Die war schon ausgegraut quasi. Aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. Warum, weiß ich auch nicht. Ah, nein, das wird wieder so knapp. Oh, Mann. Oh, 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 ah. Oh, alter Verwalter. Das ist ziemlich knapp und ich möchte das nicht, dass das so knapp ist. Okay, aber ich glaube, die Gefahren sind jetzt größtenteils vorbei. Oder auch nicht. Ach doch, hier geht's unten lang, okay. Ganz am Ende dieser wunderbaren Blockschlange steht nämlich die Münze parat für uns. Wir müssen sie sammeln. Hier ist sie. Oh nein, verdammt. Ja. Toll, zu früh gesprungen. Ich dachte, die Runterfallanimation wäre anders. Okay, wunderbar. Wir starten zum Glück bei der Hälfte wieder. Also, wir müssen nicht den kompletten Rotz nochmal sehen, sondern die zweite Hälfte. Ich könnte meinen Feuerblumentrick benutzen, aber darauf verzichte ich mal, weil das bringt uns hier nicht sonderlich viel. Wir stürzen uns einfach hier wieder auf das Fließband quasi. So, und auf diesem hier müssen wir wieder eine kurze Pause machen, weil die wunderbaren Blöcke sich dazu entschließen, nochmal ihren Frohsinn zu genießen und eine Bonusrunde zu drehen. Aber das haben wir jetzt auch zeitlich gut überbrückt. Wunderbar, weiter geht es. Oh, oh, oh. Ich könnte doch direkt quasi auf den Fragezeichenblock springen, oder? Wäre das nicht voll schlau gewesen? Bestimmt. Man weiß es nicht. Ich werde es niemals erfahren. Aber dann hätte ich das Item nicht bekommen, was da drin ist. Und zwar eine Feuerblume. Okay, bekomme ich eh nicht. Aber diesmal sieht es zeitlich ein bisschen besser aus. Also es ist nicht so knapp. Aber also knapp genug, ne? Aber man darf sich nicht beschweren hier über nötige Knappheit, die fehlt. Oder Kneppe. Nein! Na, aua! Zum Glück hatte ich einen Pilz, sonst wäre ich schon tot. Was ist das Nomen zu knapp? Kneppe oder Knappheit? Weiß ich nicht. Auch ein weiteres Mysterium, die ich unbedingt meinen Deutschlehrer mal hätte fragen sollen. Jetzt bin ich aufgeschmissen und blamiere mich in diesem Let's Play Video. So, mal gucken, ob es diesmal gelingt. Heppa, ja, wunderbar. Klasse. Direkt mal die Feuerblume benutzen, weil ansonsten bin ich doch ein bisschen unterequipped für den Boss, der jetzt auf uns zukommt. Das ist nämlich hier wieder unser lustiger Lakitu-Freund. Wir haben ihn schon mal besiegt. Er war nicht so sonderlich schwer, kann allerdings Gewitter zaubern unter sich und das ist unangenehm, ne? Ich möchte ungern als Blitzableiter fungieren hier. Wir müssen ihn nämlich schlagen, wenn er gerade hier auf seinem Tiefflug ist. Eigentlich nicht so schwer. Aua, wie zielt er denn, ey? So, zweiter Treffer direkt und wir können sogar noch einen Schlag abbekommen, ohne dass wir sterben. Ja, gut, jetzt nicht mehr. Aber man soll es ja auch nicht zu knapp machen, ne? Au. So, diesmal kommt dieser Kollege uns aber nicht so gut davon. Ich habe nochmal die dritte Münze eingesammelt. Es ist unfassbarerweise tatsächlich beim ersten Versuch sogar geglückt. Wer hätte es gedacht? Aber diesmal möchte ich mich nicht so gerne rösten lassen von diesem Kollegen hier. Und auch seine komischen Minen, der hier uns auf uns schleudert. Möchte ich ungern abbekommen. Tut nämlich weh. So. Zwei Treffer und wir können noch zwei ab. Ich möchte es aber nicht herausfordern und so wenig wie möglich getroffen werden. Weil es tut weh. So.
Das lief doch jetzt ganz gut, ne? War wesentlich einfacher als das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich da so schwer getan habe. Aber damit ist jedenfalls das Schloss beendet. Dritte Münze befindet sich in unserem Besitz. Das ist geil. Aber die Welt ist noch nicht abgeschlossen. Ein Level fehlt nämlich noch, und zwar die Welt 7-7 hier unten. Die haben wir noch gar nicht gespielt, also ein komplett neues Level. Alle drei Münzen fehlen noch, aber ich hoffe, die sind alle jetzt halbwegs offensichtlich und ich muss nicht hier 1 Million Jahre verbringen, um da noch die letzten Münzen zu sammeln. Und es handelt sich um ein Auto-Scrolling-Level. Auch das noch. Naja, okay, aber kein Problem für uns geskillte Leute, ne? Also für mich zumindest. Ich bin da sehr zuversichtlich. In diesem Spiel bin ich ja extrem gut und deswegen keine Gefahr dahingehend. Oh, jetzt muss ich hier aber rechtzeitig hier dieses Windrad hier benutzen, dass ich hier noch... Oh, jetzt ist auch noch diese komische Schildkröte hier im Weg, ey. Ah, fies platziert. Hätte ich vielleicht direkt besiegen müssen. Aber die erste Münze haben wir direkt eingesammelt. Das war ja relativ leicht. Und ein Leben auch noch abgesahnt. Das ist natürlich auch nett. Also, hier wird für alle Belange des Gamer-Herzens gesorgt. So, hier ist noch eine komische Schildkröte. Die mag ich gar nicht so gerne. Und ich finde es blöd, dass die mir hier Gesellschaft leistet. Oh, oh, da hätte ich vielleicht drauf sollen, oder? Okay, hier können wir direkt mal hier unseren Aufzug aktivieren. Auf diese wunderbaren Tracks. Und zumindest passt diese Welt hier wunderbar ins Schema. Dieses Level wunderbar ins Schema der Welt. Ich verwechsel immer Level und Welt, Alter. Weil es gibt hier ein wunderbares Wolkenlevel. Und genau das ist es ja, was wir auch erwarten von der Welt. Ja, das war jetzt semi-professionell, ne? Aber ja. So ähnlich hätte man das machen müssen, glaube ich. Nur in gut. Wir müssen uns halt nicht runterfahren lassen von diesen Donut-Blöcken oder was das sein soll. Ja, und dann rechtzeitig wieder abspringen, sodass wir nicht in den Untergang springen. Hat leider nicht so ganz gut geklappt, wie ich mir das gerade vorgestellt habe, aber okay. Nein, jetzt ist er wieder hier, ey. Oh, du Arsch. Direkt mal weggeschleudert hier für diese heftige Sache, ey. Aber okay, wir wissen direkt schon mal, wo die ersten beiden Münzen sind. Also, ich hoffe, die dritte ist auch nicht allzu schwer versteckt. Und ich hoffe, wir bekommen auch hier das Leben wieder. Dann hätten wir nämlich keinen Verlust gemacht. Wunderbar. Und so früh im Leben ein... so früh im... ich verwechsel immer Wörter! Was ist los? So früh im Level schon ein Leben. Dann ist man quasi auf der sicheren Seite und man kann quasi nie Game Over gehen, wenn man alles richtig macht. Und ich mache alles richtig, ne? Wie wir schon aus vorhandenen Videos wissen. Also Fails sieht man bei mir relativ selten. Hust, hust. Okay, weiter geht das hier. Wir können mal hier den roten Münzen-Challenge aktivieren. Haben wir eigentlich selten gemacht in diesem Playthrough, oder? Ja, lohnt sich meistens auch nicht so, ne? Aber diesmal vielleicht, man weiß es nicht. Was bekommen wir dafür? Einen Pilz. Klasse. So, und jetzt gucken wir mal, ob diesmal es besser gelingt. Ja, wunderbar. Falls es zu knapp wäre, hätte man auch noch einen Walljump einbringen können. Dann hätte man noch ein bisschen mehr Spielraum gehabt, ne? Aber auch so ging es, ja? Oh. Wo bin ich hier, ey? Ich sehe gar nicht, wo ich hinspringe. Das ist auch ungünstig. Oh, hier muss ich nochmal hin für die Sternmünze. Wunderbar. Das war die dritte. Geil, wir haben schon alle Sternmünzen. Also die waren doch jetzt nicht so sonderlich schwer versteckt, muss ich mal dazu sagen. Aber ärgern tut mich das nicht. Im Gegensatz zu dieser dummen Schildkröte, die uns hier schon wieder getötet hat, ey. Hier kann ich nicht rein. Wäre auch unlogisch. Wohin sollte die uns die denn bitte auch führen? Hier kann ich noch zwei Blöcke öffnen, aber darauf verzichte ich mal. Obwohl da bestimmt ein geiles Power-Up drin wäre. Ein Pilz nämlich. Man weiß es nicht genau, aber ja, ich hoffe einfach, ich schaffe auch so den Rest des Levels. Wäre nämlich geil. Und ich erhoffe mir dann, dass die Wolkenwelt abgeschlossen ist. Das wäre doch super. Das wäre richtig Sahne sogar. Falls man wieder im Konditor-Slang ist. Ich sehe nicht, wo ich hinfliege. Kamera, bitte. So, weiter geht das. Einfach hier wunderbar den Tracks folgen und unser Windrad hier, oder was das sein soll. Unsere komische Wippe. Mal weiter hier bemühen, nach vorne zu kommen. Und hier ist das Ende des Levels, hoffe ich. Ja. Geil. Geschafft. Und ich hoffe, damit ist die Welt abgeschlossen. So hundertprozentig sicher bin ich mir da gerade nicht. Aber man weiß es nicht genau. Ja, die Welt ist abgeschlossen. Wir sehen es auf dem zweiten Monitor. Welt 7 complete. Das bedeutet, es fehlt nur noch die 8. Welt. Und da gehen wir jetzt direkt hin. Hier haben wir auch noch einige Münzen zu holen. In Welt 8.1 haben wir alle. Wow. In Welt 8.2 fehlen allerdings 2. Deswegen direkt rein da. Okay, ich glaube, die waren heftigst. Heftigst hart. Mal schauen. Ich hoffe, wir schaffen noch einige Münzen hier in diesem Video. Ich möchte nicht allzu viele Parts hier damit verschwenden, nur hier Secrets aufzuholen. Ich hoffe, ich sterbe nicht hier direkt an dieser komischen Wasserspinne, ey. Ist ganz schön hoch hier übrigens. Okay. Das erste Hindernis schon mal überwunden, indem wir uns hier direkt hochbegeben können. Klasse. So, und jetzt sind hier auch noch solche komischen Gesellen, die ich auch gar nicht gerne mag. Deswegen töte ich die sofort.
So, und auch du hier, du störst nur gleich, deswegen... Wir müssen das Wasser nämlich nochmal steigen lassen und da oben sind die dann wieder eine Gefahr, deswegen... Knall ich die schon mal direkt beim ersten Besuch weg. Oder Besuch ist vielleicht das falsche Wort. Beim ersten Durchlauf. So, weiter geht das hier. Elegant rübergesprungen. Und in diesem Raum, in diesem Areal des Levels quasi, ist tatsächlich die nächste Münze. Und ich glaube, wir haben sie ja damals gesehen. Ich glaube, hier ungefähr war die, nicht? Wenn wir uns hier unseren Weg arschbombenmäßig nach unten freiräumen, sollten wir die eigentlich absahnen können. Yes! Das lief doch gut. Wunderbar. Hälfte des Levels auch bekommen und damit quasi sofort den Fortschritt gesichert. Diese beiden Kollegen besiege ich mal noch nicht, weil die brauche ich noch. Für die dritte Münze, nee, für die zweite. Aber für die dritte, die uns fehlt. Und zwar ist sie hier oben. Und da müssen wir tatsächlich so einen Arsch hier als Sprungchance benutzen, um hier oben ranzukommen. Aber das wird wieder mal knapp. Nein. Okay. So viel dazu. Ich kann mich quasi sterben lassen. Muss mich sterben lassen. Ja. Ja, das musste leider sein. Traurig. Aber sonst, wenn die Gegner weg sind, dann kann man die nicht mehr bekommen. Und ich habe die jetzt aus Versehen beide getötet. Problem ist jetzt natürlich, ich bin kleiner Mario. Und wenn ich mich jetzt nur einmal treffen lasse, bin ich quasi tot. Oder was heißt quasi? Da bin ich tot. Da gibt's kein quasi. Oh oh. Das war schon wieder eine ziemlich knappe Sache. Nein! Nein! Oder geht das nur als normaler Mario? Geht das als kleiner Mario gar nicht? Weil es hat mir gerade so vorgekommen, als ob ich gar nicht hoch genug springen könnte. Oder das Mini-Mario wäre es bestimmt auch geil. Okay, das geht als normal, als kleiner Mario gar nicht. Das ist natürlich richtig kacke jetzt. Finde ich uncool. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich kann das selber normal beenden, aber... Na, das ist jetzt wenig sinnvoll. Wir haben auch kein Item in unserem Inventar. Gibt es hier irgendwo noch eine Pilzhütte, die ich ausräubern kann? Ne, sieht schlecht aus. Ja, tolle Wurst. Und wenn ich jetzt woanders hingehe, ist die erste Münze bestimmt wieder weg. Aber die war nicht so sonderlich schwer versteckt. Ich hole mir mal ein Upgrade in der ersten Welt. Weil das kann doch nicht wahr sein. Wir sehen uns gleich übrigens wieder. Ne, ich schneide das raus. Ist langweilig für euch. Also bis gleich! So, ich habe die erste Münze wieder eingesammelt. Das musste man neu machen, wenn man das Level gewechselt hat. Ja, toll. Aber sie war nicht so schwer. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Feuerblume. Und mal gucken, ob es diesmal ein bisschen gelingt, hier ein bisschen besser hier die Münze vielleicht abzustauben. Das wäre doch toll. Yes! Beim ersten Versuch. Ich bin so gut, ey. Wow. Okay, erfolgreich. Mission accomplished, kann man quasi sagen. Ne? Also. So, jetzt müssen wir jetzt hier noch den Weg durch den restlichen Teil des Levels schlagen. Aber ich glaube, das sollte jetzt schaffbar sein. Wir sind ja schon fast am Ziel, ne? Drei Münzen haben wir ja eingesammelt. Und ja, sonderlich viel dürfte sich uns nicht mehr in den Weg stellen. Bin gespannt. Ja, okay, hier ist das Ziel. Wunderbare Sache. Geil. Aber in der achten Welt fehlen immer noch ein paar Münzen. Wir haben nicht gründlich genug gearbeitet, als dass wir sagen können, wir haben alle. Und bevor ich das Schloss mache, welches ja das wahrscheinlich letzte Level im Spiel sein wird, möchte ich vorher gerne alle Münzen des Spiels haben, die ich sonst so bekommen kann, ne? Und ich hoffe, im Schloss bekomme ich dann auch alle Münzen, weil das wäre sonst blöd. Nein! Nein! Ich habe aus Versehen diesen dummen Panzer eingesammelt. Nein. Aber okay, das ist ein Wasserlevel, von daher ist es nicht allzu schlimm. Aber ich hasse diesen Panzer so unfassbar sehr. Wenn man den in einem Nicht-Wasserlevel spielt, ist so unfassbar kacke. Aber okay, das hier ist zum Glück ein Wasserlevel. Und wir werden sogar verfolgt hier von so einer heftigen Muräne. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Autsch, okay, das war's mit dem Panzer. Auch gut. Kein Problem mehr in die Richtung zumindest. Oh Mann, ich bin hier echt gefährlich hier, ne? Hol mir mal lieber mit dem Feuerblume, weil sonst, wer weiß, was ich hier sonst noch anstelle, ey. Stimmt, ich weiß sogar, wo die Münze wieder war. Wir haben sie damals gesehen, als wir das Level gespielt haben. Die war gar nicht so sehr gut versteckt. Man musste nur einen guten Abstand haben von dieser Killer-Muräne, die uns hier verfolgen will. Und mit diesen Strömungen kann man sich hier ein bisschen nach vorne treiben lassen, um tatsächlich den nötigen Vorsprung zu erlangen, den man benötigt. Das ist natürlich toll. Weil man musste irgendwo unter Blöcken hier eine Münze sammeln. Autsch. Aber egal, Hauptsache schnell durch. Wir hören schon gar nicht mehr unseren Verfolger. Hier irgendwo soll jetzt eine Münze versteckt sein und da brauchen wir einiges an Abstand, weil das ist sonst schwer, die einzusammeln. Oh nein, Killer Moreno holt auf, das ist blöd und ich bin nur noch kleiner Mario, das ist auch blöd. Ich frage mich, wo jetzt diese komische Münze ist. Ich möchte mich ungern auch treffen lassen, auch das ist ein Problem, welches ich sehe. Ah, na, was? Du Arschfisch. Okay, nächster Versuch. Wir haben zum Glück den Mittelpunkt, in Anführungszeichen Mittelpunkt. Der direkt am Anfang des Levels ist. Oh, eine Feuerblume, geil.
Die esse ich doch mal glatt gerne. Ist hier noch eine? Yeah, Alter, was für ein Abstauber. Geil, dankeschön. So, und jetzt. Ja, die Muräne kann ich leider, also den Riesending hier hinter mir, kann ich leider nicht mit einer Feuerblume abknallen. Der ist zu mächtig dafür und oh, ich wollte hier nicht festhaken. Das könnte übel ausgehen. Noch hier ein bisschen Schwung aus der Strömung ausnutzen, damit wir ein bisschen schneller hier vorankommen, ne? Das ist uns gefährlich hier. So, immer weiter hier durch das Level boosten hier. Bei jeder Möglichkeit hier den Geschwindigkeitsschub mitnehmen. Das ist natürlich ein toller Trick, auch für Rennspiele immer. So, und hier auch nochmal mitnehmen, hier die Geschwindigkeit. Wenn die uns hier schon angeboten wird, dann nehmen wir die doch ganz gerne mit, ne? Und jetzt sollte bald hier endlich mal die Münze sein, nicht? Sonst wäre ich traurig. Oh nein, ich sehe da schon wieder den Mund von dieser komischen Muräne hinter uns. Ist das eigentlich eine Muräne oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir auf Wikipedia den Artikel nicht durchgelesen. So. Jetzt bin ich fast wieder an der gleichen Stelle wie vorher und ich wette, ich sterbe an genau dem gleichen Gegner oder so. Oder bin ich schon vorbei? Bin ich schon vorbei? Keine Ahnung. Aber die Münze kommt doch noch, oder? Sag jetzt nicht, dass ich die verpasst habe. Das wäre ziemlich blöd. Okay, hier ist sie. Okay, da muss man jetzt geskillt sein und viel Mut beweisen. Ah! Oh! Okay, und jetzt bitte, bitte das Level beenden. Ich hoffe, hier kommt keine Gefahr mehr auf uns zu. Das wäre ziemlich blöd. So eine komische Koopa. Aber die ignorieren wir gekonnt. Okay, gut. Yeah! Geschafft! Mario Clear! Wunderbar, damit haben wir auch in diesem Part einiges an Münzen eingesammelt. An Mützen auch und an Münzen. Im nächsten Part geht's weiter. Und zwar hier in der Welt 8.4. Und dann geht's ins Schloss, also. Es steht nicht mehr viel auf dem Programm. Im nächsten Part geht's so langsam heiß zur Sache. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir sehen uns dann. Ciao, Leute!